Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der FIW Trade Talks zum Thema das deutsche Wirtschaftsmodell in einer Ära der Deglobalisierung. Mein Name ist Harald Oberhofer, ich bin der Projektleiter des FIW-Projekts und darf durch die heutigen Trade Talks durchführen, darf moderieren und später dann die Diskussion leiten. Wie Sie vielleicht wissen oder nicht wissen, das FIW ist ein gemeinsames Projekt der Wirtschaftsuniversität Wien, der Universität Wien, der Universität Linz, der Universität Innsbruck, dem Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO sowie dem WIW und dem WSR. Gefördert wird das Projekt aus finanziellen Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie dem aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft. Bei letzterem möchten wir uns für die finanzielle Unterstützung der Trade Talks ganz besonders bedanken. Bevor wir inhaltlich starten, möchte ich für diejenigen, die heute das erste Mal bei Trade Talks dabei sind, kurz die Struktur der Trade Talks erläutern. Am Beginn der Trade Talks wird unser Gast, den ich gleich vorstellen werde, einen circa 50-minütigen Input zum Thema geben. Danach werden wir die Thematik vertiefend diskutieren. Wir heißt vor allem, ich darf das mit meinem Gast machen. Wichtig ist hierbei, Sie können sich auch beteiligen und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich sehr zahlreich beteiligen. Wenn Sie sich an der Diskussion beteiligen wollen, dann nutzen Sie bitte die F&A-Section hier in Zoom, also für Fragen und Antworten. Schreiben Sie dort Ihre Fragen am besten rein. Ich sehe das und ich werde Ihre Fragen dann in die Diskussion integrieren. Ein weiterer Punkt noch: im Nachgang zum Seminar erhalten Sie via E-Mail einen kurzen Feedback-Fragebogen. Wir sind stets bemüht, unsere Veranstaltungen fortlaufend weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich diese 1 bis 2 Minuten nehmen, um uns Rückmeldung zu geben. Nun möchte ich aber zum inhaltlichen Teil des Trade Talks kommen. Ich habe schon erwähnt, das Thema des heutigen Tages ist das deutsche Wirtschaftsmodell in einer neuen Ära der Deglobalisierung. Und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast. Ich freue mich, Dalia Marin im Rahmen der FIW Trade Talks begrüßen zu können. Dalia Marin ist Professorin für internationale Wirtschaft an der TUM School of Management der TU in München. Bevor sie an die TU in München gewechselt ist, war sie für 20 Jahre Professorin, auch in München, an der LMU, ebenfalls auf einer Professur für internationale Wirtschaft. Vor ihrem Wechsel nach München hat Dalia Marin einige weitere Positionen in ihrer akademischen Laufbahn inne gehabt, unter anderem an der Humboldt-Universität Berlin, sowie, was in Wien bekannt ist, das Institut für höhere Studien. Als Gastprofessorin war sie an einer Vielzahl an äußerst renommierten Institutionen tätig, unter anderem der Harvard University, der Stern School of Business, der New York University oder auch im europäischen Kontext sehr bekannt und berühmt und renommiert der European University Institute in Florenz. Sie ist gleichzeitig Research Fellow an sehr renommierten Institutionen wie dem Bruegel Institute oder dem Center of Economic Policy Research in London, hat auch viele Beratungsleistungen für internationale Organisationen und Institutionen getätigt, unter anderem in der Europäischen Kommission beraten, den Internationalen Währungsfonds und viele weitere. Studiert, das Doktorat gemacht und habilitiert hat Dalia Marin an der Universität Wien, also auch irgendwie sogar ein direkter Connex zu unserem FIW-Projekt. Ihr Publikationsoutput ist beeindruckend. Für Wissenschaftlerinnen im Bereich internationale Wirtschaft hat sie in allen maßgeblichen Fachzeitschriften publiziert. Ich nenne nur ein paar, unter anderem das American Economic Review, das Journal of International Economics, das European Economic Review oder das Journal of the European Economic Association. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch 10 Minuten reden, aber ich glaube, spannender ist es, wenn wir jetzt inhaltlich beginnen. Liebe Dalia, ich freue mich ganz herzlich, dass du heute bei uns bist und darf dir das Wort übergeben. Vielen Dank, Harald. Ich freue mich, in Wien zu sein, wenn auch nur virtuell, aber immerhin. Ich möchte gerne meinen Vortrag mit ein paar Folien begleiten, die ich jetzt mit Ihnen teile.
Ja, also ich spreche über das deutsche Wirtschaftsmodell in einer Ära der Digitalisierung. Das deutsche Wirtschaftsmodell, von dem man heute redet, das entstand nach dem Fall des Kommunismus im Jahr 1989. Also nach dem Fall des Kommunismus haben sich ja die Märkte in Osteuropa geöffnet. Und diese Handelsliberalisierung mit Osteuropa hatte drei profunde Effekte auf die deutsche Wirtschaft. Der erste Effekt war, dass dadurch die dezentralisierte Lohnverhandlung eingeleitet wurde. Der zweite Effekt war, dass eine dezentralisierte, weniger hierarchische Unternehmensorganisation in deutschen und österreichischen Firmen eingeführt wurde infolge der Handelsliberalisierung. Und der dritte Effekt war, dass es dadurch zur Expansion der Lieferketten nach Osteuropa kam. Und jetzt möchte ich auf diese drei Effekte näher eingehen. Also der erste Effekt war die dezentralisierte Lohnverhandlung. Also mit der Ostöffnung hat die Gewerkschaft einen Machtverlust erlebt. Die Drohung der Firmen, die Produktion nach Osteuropa zu verlagern, veränderte das Machtgleichgewicht zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Und als Folge wurde die Lohnverhandlung von der nationalen Ebene auf die Firmenebene dezentralisiert. Und in der Folge sind die Lohnstückkosten in Deutschland stark gesunken. Man hat davon der Lohnzurückhaltung in Deutschland gestiegen, weil die Lohnstückkosten in Deutschland so viel schwächer gestiegen sind als in anderen europäischen Ländern. Und typischerweise war diese Lohnzurückhaltung, wurde die immer mit den Hartz-Reformen verbunden. Aber die Daten stützen diese These nicht, weil die Hartz-Reformen wurden eine Dekade später eingeführt, im Jahr 2002, während diese Lohnstückkosten schon Anfang der 90er Jahre zu sinken begannen. Der zweite Effekt war das dezentralisierte Management. Was ist ein dezentralisiertes Management? Das dezentralisierte Management meint, dass die Unternehmen die Entscheidungsbefugnisse im Unternehmen von dem Vorstandsvorsitzenden oder der Vorstandsvorsitzenden, obwohl dies sehr selten ist, weil es meistens nur Männer sind, die Vorstandsvorsitzende sind. Das ist typischerweise in Deutschland und Österreich so. Also, dass diese Vorstandsvorsitzenden die Entscheidungsbefugnisse auf die untere Management-Ebene delegieren, das meint man mit dezentralisiertem Management. Und was wir also zeigen in einer Arbeit, die im Jahre 2014 im Journal of International Economics erschienen ist, ist, dass diese Handelsliberalisierung mit den osteuropäischen Ländern zu diesem dezentralisierten Management geführt hat. Warum? Naja, die Idee ist so, das zeigen wir in einem Modell, dass wenn durch die Handelsliberalisierung jetzt mehr Wettbewerb entsteht, dann werden die Ideen wichtiger. Und weil der Preiswettbewerb verstärkt ist. Und daher ist es wichtig, Ideen zu fördern im Unternehmen. Und das macht man, indem man die Entscheidungsbefugnisse auf die unteren Ebenen des Unternehmens delegiert. Und diese Delegation der Entscheidungsbefugnisse hat dazu geführt, dass die Produktqualität in Deutschland, aber auch in Österreich, im Übrigen sieht man diesen Effekt in Österreich noch fast stärker als in Deutschland, hat das zu einer Verbesserung der Produktqualität geführt, ja, weil das dezentralisierte Management einen Anreiz schafft für Produktqualität. Wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass die Arbeitnehmer auf der unteren Unternehmensebene besser informiert sind über, was der Markt nachfragt. Und wenn man jetzt der unteren Ebene
Entscheidungsautonomie gibt, dann führt das dazu, dass die Produkte einführen, die die Kunden wertschätzen. Und was wir finden ist, dass in den Daten, und das zeigen wir für eine Reihe von europäischen Ländern, das gilt nicht für alle europäischen Länder, aber für Deutschland und Österreich, dass das dezentralisierte Management den Exportmarktanteil der typischen deutschen und österreichischen Firmen, das ist also sozusagen die Medianfirma, wenn man davon ausgeht, dass die Firmen heterogen sind und sich in ihrer Produktivität unterscheiden, dass diese typische deutsche und österreichische Firma ihren Exportmarktanteil um den Faktor 3 steigern konnte, verglichen mit Firmen, die kein dezentralisiertes Management eingeführt haben. Der dritte Effekt der Öffnung der Märkte mit Osteuropa auf die deutsche Wirtschaft war, dass die Firmen ihre Lieferketten nach Osteuropa verlagert haben. Das Osteuropa der damaligen Zeit in den 90er Jahren war reichlich mit Humankapital ausgestattet, während Deutschland und Österreich einen gravierenden Mangel an Humankapital hatten. Und das führte dazu, dass die deutschen und österreichischen Firmen ihre Produktion, den skillintensiven Teil der Wertschöpfungskette nach Osteuropa verlagert haben. Und das hat geholfen, einen gravierenden Fachkräftemangel auszugleichen. Ja? Also es wurde dann ein tschechischer oder ein polnischer Ingenieur statt einem Deutschen eingestellt, weil in Deutschland waren diese Ingenieure Mangelware. Und das führte dazu, dass Deutschland sozusagen ein Superwettbewerber wurde, weil diese Lieferketten nach Osteuropa die Produktivität in deutschen und österreichischen multinationalen Firmen um 20% gesteigert haben. Also wenn man das jetzt zusammenfassen möchte, dann kann man sagen, das deutsche Wirtschaftsmodell war geprägt von offenen Märkten. Und diese offenen Märkte haben zu niedrigen Löhnen geführt, via der dezentralisierte Lohnverhandlung. Sie haben zu niedrigen Produktionskosten geführt, via Offshoring nach Osteuropa. Und sie haben zu exzellenter Produktqualität geführt, via dezentralisiertes Management. Und das hat eben dazu geführt, dass Deutschland sich vom Krankenmann Europas in den 90er Jahren wandeln konnte zu einem ökonomischen Powerhouse in Europa heute. Und die Frage ist jetzt, was passiert jetzt? Und hier möchte ich über ein resilientes deutsches Exportmodell sprechen, weil das wird das Exportmodell der Zukunft sein. Also Deutschland ist mit zwei Risiken konfrontiert. Die Welt ist ein gefährlicher Platz geworden. Das ist das erste Risiko. Und das zweite Risiko, das vielleicht weniger bekannt ist, ist, dass Deutschland das Risiko eines China-Schocks, mit einem Risiko eines China-Schocks konfrontiert ist. Lassen Sie mich zuerst über das erste Risiko sprechen. Also die Unsicherheit in der Welt, die globale Unsicherheit steigt seit der Finanzkrise. Und das wird jetzt hier ausgedrückt, dargestellt durch den Weltunsicherheitsindex. Dieser Weltunsicherheitsindex wurde von Stanford-Forschern entwickelt und im Wesentlichen misst er standardisierte Aufsätze der Economist Unit, Intelligence Unit, das sind standardisierte Aufsätze für 200 Länder. Und da zählen die einfach das Wort Unsicherheit oder Synonyme im Text. Und je öfter das vorkommt, umso unsicher fühlen sich die Wirtschaftsobjekte. Und was Sie sehen ist, dass seit der Finanzkrise diese Unsicherheitsschocks wesentlich zugenommen haben. Bei der europäischen Schuldenkrise 2012, bei dem US-China-Handelskonflikt, bei Brexit, beim Corona, beim Coronavirus und jetzt beim Krieg mit der Ukraine.
Und die Firmen, die reagieren auf das Risiko einer Störung, das finden wir in den Daten, dass sie ihre Produktion nach Hause zurückverlagern. Das machen die deutschen Firmen, aber auch andere Firmen in reichen Industrieländern. Wir haben Daten für alle Länder der Welt. Die verlagern ihre Produktion zurück nach Hause und investieren stattdessen in Roboter. Es wird also der chinesische Arbeiter durch einen deutschen Roboter ersetzt. Und das sieht man hier an dieser Grafik. Die Grafik zeigt die Situation nach der Finanzkrise im rechten Quadranten. Und was man hier sieht, ist eine klare negative Beziehung, die vorher nicht bestanden hat, also vor der Finanzkrise. Und man sieht, dass ein Sektor, der stärker roboterisiert ist, weniger in globalen Lieferketten organisiert ist. Aber gleichzeitig stellen wir fest, dass die Firmen zu wenig diversifizieren. Ja, wir finden zum Beispiel, dass die Firmen nur dann diversifizieren ihre Lieferketten, und zwar in benachbarte Regionen, wenn der chinesische Arbeiter nicht durch einen deutschen Roboter ersetzt werden kann. Man kann ja sagen, nicht? Also wie kann ein Unternehmen den Export resilienter machen, robuster machen? Die eine Möglichkeit ist, man verlagert zurück und hat mehr Kontrolle und produziert die Vorleistung selbst oder lässt sich von einem deutschen Zulieferer oder österreichischen Zulieferer beliefern. Oder man diversifiziert in andere Länder, um auf jeden Fall, wenn in einer Region eine Störung auftritt, dass man dann auf eine andere Region ausweichen, auf einen Zulieferer in einer anderen Region ausweichen kann. Und was wir feststellen ist, dass diese Rückverlagerung die dominante Strategie ist und das Diversifizieren nur selten auftritt, nämlich nur dann, wenn der Roboter diesen chinesischen Arbeiter nicht ersetzen kann. Sonst ziehen die Firmen es vor, zurückzuverlagern. So, die Frage, die sich daher stellt, ist, warum sehen wir so wenig Diversifizierung? Naja, das hat etwas damit zu tun, dass diese Zulieferer geografisch konzentriert sind. Zum Beispiel bei den Halbleitern gibt es im Wesentlichen zwei Firmen in der Welt, Taiwan TSMC und Südkorea Samsung, die also diese Halbleiter produzieren. Und wir haben es ja erlebt in der Pandemie, als wegen einer Dürre die Firma TSMC nicht produzieren konnte, dann stand die gesamte Autoindustrie in der Welt still. Dasselbe gilt für Batteriezellen, die vor allem in China konzentriert sind, aber auch Kobalt, Lithium und kritische Materialien, die in China verarbeitet werden. Man kann also insgesamt sagen, dass 70-80% der Anbieter aus Asien stammen. Und was man auch sieht, ist, dass über die Zeit diese geografische Konzentration der Zulieferer gestiegen ist. Und zwar trifft das zu für alle reichen Industrieländer, dass ihre Zuliefererstruktur konzentrierter wurde über die Zeit. Das hat etwas damit zu tun, dass China in die Weltwirtschaft eingetreten ist. Deswegen kam es zu dieser Konzentration. Also, die Firmen können nicht diversifizieren, wenn die Input-Anbieter in einer Region konzentriert sind. Und da ist jetzt die Frage, gibt es eine Rolle für den Staat, um da Abhilfe zu schaffen? Und die Antwort lautet ja. Der Staat hat deswegen eine Rolle, weil ein Lieferketten-Schock zu einer Rezession führen kann. Wir haben es ja erlebt in der Pandemie. Der Schock setzt sich nämlich in die gesamte Volkswirtschaft fort und führt zu Multiplikatoreffekten, wenn die Anbieter in einer Region konzentriert sind. Wenn die also keine Ausweichmöglichkeit haben. Sie können also müssen mit der Produktion stillstehen, wenn die Vorleistung ausfällt, wenn es keine Alternative gibt. Eine individuelle Firma kann diese
diese Multiplikatoreffekte in ihrer Entscheidung nicht berücksichtigen. Und das ist ein typischer Fall einer Externalität, die eine Staatsintervention rechtfertigt. Ja, ich bin jetzt schon zu meinem Schluss gekommen. Sie wissen ja, dass sowohl die amerikanische Regierung als auch Europa jetzt staatliche Initiativen gestartet haben, um einen Batteriezellensektor und einen Halbleitersektor in Europa beziehungsweise in den USA aufzubauen, um dieser Konzentration in den Zulieferern und da Abhilfe zu schaffen. Also das macht Sinn. Und jetzt komme ich zu dem deutschen Risiko eines China-Schocks, was ein Risiko ist, was aber mit dem vorigen, was ich vorher besprochen habe, eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Und dieses Risiko eines China-Schocks, was ist denn der China-Schock? Vom China-Schock sprach man, als China der Welthandelsorganisation im Jahr 2001 beigetreten ist. Und dieser China-Schock hat dazu geführt, dass in allen reichen Industrieländern die Importkonkurrenz aus China stark gestiegen ist. Und das Interessante ist, dass es vor allem in Amerika zu starken Verwerfungen kam, wegen des China-Schocks. Also ganze Teile des Rust Belt haben sich deindustrialisiert, weil die Chinesen sozusagen die Produktion quasi übernommen haben. Und das hat zu Arbeitslosigkeit und Studien zeigen, dass es auch zum Tod aus Verzweiflung geführt hat und dass es dazu geführt hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Herr Trump an die Regierung kommt, dadurch beeinflusst wurde. In Deutschland hat man diesen China-Schock nicht gesehen, aus den verschiedensten Gründen, die wir vielleicht in der Diskussion aufnehmen können, weil ich bin ja meine 15 Minuten schon über. Aber jetzt besteht diese Gefahr eines China-Schocks und diese Gefahr des China-Schocks, dem sich Deutschland gegenübersteht, besteht darin, dass wir im letzten Jahr, im Jahr 2022, für das erste Mal überhaupt Deutschland mehr Maschinen und Autos aus China importiert, als es nach China exportiert. Also dazu ist zu sagen, Autos und Maschinen und der Maschinensektor sind die zwei Schlüsselindustrien in Deutschland, wo Deutschland den wesentlichen komparativen Vorteil hat. Und wenn Sie jetzt das sehen, dass Sie plötzlich Deutschland ein Nettoimporteur wird, dann ist das alarmierend. Genau, und diese Daten werden auch durch anekdotische Evidenz bei der Autoshow in Shanghai, die letztes Monat stattgefunden haben, da haben die chinesischen Konsumenten die neuen deutschen Elektroautos praktisch ignoriert. Und China hat hier einen wesentlichen Vorteil. Der Vorteil, den China in einer Zeit des technologischen Wandels hat, ist, dass die vergangene Erfahrung keine Rolle spielt. China muss nicht alle Tricks des Verbrennungsmotors bestehen, um im Markt für Elektroautos wettbewerbsfähig zu sein. Das können Sie überspringen. Das ist der eine Punkt, was zum Vorteil von China wirkt. Der zweite Punkt ist, dass Chinas Größe dazu führt, dass die Chinesen relativ rasch die Produktion skalieren können, schnell lernen können und ihre Kosten stark reduzieren können. Und diese beiden Effekte haben dazu geführt, dass China ein Weltführer bei Lithium-Batterien geworden sind. Genau, und dann mache ich Empfehlungen, was die deutsche Regierung machen soll, um diesem möglichen China-Schock zu begegnen. Aber vielleicht können wir das in der Diskussion aufnehmen. Danke. Ja, vielen lieben Dank, Dalia, auch für das Zeitmanagement. Ich glaube, wir haben jetzt da sehr viele Punkte, über die wir ausreichend diskutieren können. Bevor ich beginne, noch einmal der Hinweis an die Zuschauerinnen, bitte Ihre Fragen einfach in die F&A-Section hier im Zoom stellen, dann greife ich die gerne auf.
Ich würde vielleicht mal beginnen, bevor wir in die Zukunft schauen, hätte ich eine Frage zu den drei Aspekten, die du erwähnt hast, die dafür verantwortlich waren, dass Deutschland zum Superpowerhouse der EU wurde, nämlich der dezentralisierten Lohnverhandlung und der Lohnzurückhaltung, dann die dezentrale Hierarchie und die Delegation von Kompetenzen im Management und die Lieferketten. Eigentlich hätte ich zwei Fragen dazu. Die erste ist zu diesem Punkt, weil du dich ja auch sehr viel mit Organisation von Unternehmen beschäftigt hast, interner Organisation. Wie sind denn die deutschen Unternehmen draufgekommen, dass das eine gescheite Idee ist, das zu dezentralisieren? Sind das Lerneffekte oder ist das der Wettbewerbsdruck, dass die das nicht gemacht haben? Hast du ja auch ein bisschen bei den Marktanteilen gesagt. Aber man muss ja irgendwie die Idee haben als Unternehmen, okay, jetzt geht der Markt im Osten für uns auf und jetzt, dass man da gleich die Konsequenz draus zieht und sagt, okay, wir dezentralisieren unsere Unternehmensführungsstrukturen, ist wahrscheinlich nicht das Allernaheliegendste, das man sofort sehen würde. Naja, das Wichtige war, dass man diesen Preiswettbewerb, weil aus Osteuropa kam ja gerade ein Niedrigpreiswettbewerb, also der hat den Anreiz dazu geführt, auszuweichen auf Produkte höherwertiger Natur, wo es also auf die nicht preisliche Wettbewerbsfähigkeit ankommt. Und jetzt war die Frage, wie kann man das fördern, dass diese nicht preisliche Wettbewerbsfähigkeit gesteigert wird? Und da wollte das Unternehmen, die deutschen Unternehmen, das sagen ja aber alle Management-Gurus, dass es Wissen gibt in einer Organisation, in einer Firmenorganisation, das ein cleveres Unternehmen auch nutzt. Und eine Form ist eben die Dezentralisierung, um das Wissen auf unteren Ebenen zu nutzen. Ich muss auch dazu sagen, dass ja die amerikanischen Firmen viel dezentralisierter sind als die deutschen. Und dieser Wettbewerbsschock, dieser Handelsschock war dann der Anlass, um das zu verändern. Ja, im Übrigen ist das auch in Österreich der Fall gewesen. Es war nicht nur in Deutschland. Also wir haben deutsche und österreichische Daten, mit denen wir das zeigen. Vielleicht nur direkt dazu, das hast du auch in Artikeln geschrieben, die ich nachlesen konnte. Du sagst, das ist im Prinzip das deutsche und das österreichische Modell. Das hat natürlich zum einen wahrscheinlich mit geografischer Distanz zu tun, dass wir vor allem diese Öffnung stark gespürt haben, weil es unsere Nachbarn sind. Ist das, warum ist das der einzige Grund, warum das andere europäische Länder nicht in diesem Ausmaß gemacht haben und dann auch Wettbewerbsfähigkeit verloren haben, wenn ich so ein bisschen in den Süden denke, zum Beispiel Italien? Also wer ein extremes Beispiel ist, ein Land, das das nicht gemacht hat, war Frankreich. Frankreich hat eigentlich eine sehr zentralisierte Firmenorganisation. Und die haben diesen Handelsschock nicht gehabt, weil die sind nicht so stark an Osteuropa gebunden, also verknüpft, verflechtet. Und daher haben die nicht dezentralisiert. Also die Erklärung ist, du brauchst diesen externen Schock, um dich neu zu organisieren. Ja? Und man weiß, man hat theoretisch das Wissen, dass eine Dezentralisierung hilft bei der Produktverbesserung, aber man macht es halt erst, wenn der Druck gestiegen ist. Ja, das sieht man ja in der aktuellen Situation auch. Die Länder, die jetzt sehr stark von Gas aus Russland abhängig sind, haben jetzt einen deutlich höheren Handlungsbedarf als Länder, die das kaum sind, wie Spanien, Portugal und auch zum Teil Frankreich tatsächlich. Um diesen Komplex des Befunds, warum wir in diese relativ komfortable Wettbewerbssituation sowohl in Deutschland als auch in Österreich gekommen sind, würde mich noch interessieren, du hast diese drei Punkte, die ich jetzt noch einmal wiederholt habe, da du dich damit sehr viel beschäftigt hast, gibt es da so etwas, kann man das irgendwie auseinanderteilen? Das ist ja alles gleichzeitig passiert. Kann man sagen, das Wichtigste war, die Hierarchie in den Unternehmen zu ändern oder war es das Wichtigste, dass es die Lohnzurückhaltung gab oder waren es die billigeren Vorleistungen durch das Offshoring in den Lieferstrukturen oder kann man das nicht so irgendwie sagen, das ist ein Bündel und das ist auch nicht trennbar? Ja, ich würde sagen, das ist nicht trennbar. Also ich kann nicht sagen, dass die
die Lohnzurückhaltung, die hat natürlich wesentliche Veränderungen gebracht. Das ist schon auf Kosten der Arbeitnehmer gegangen. Das muss man einfach sehen. Deutschland ist so stark, der Kuchen in Deutschland ist so stark gewachsen, auch weil die Produktivitätszuwächse auf Kosten sozusagen der Arbeitnehmerseite war, weil die jetzt nicht mehr diese Verhandlungsmacht hatten in der Verhandlungsmacht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, was davon das Wichtigste war. Das kann ich jetzt hier nicht sagen. Aber auch die Produktionsverlagerungen. Ja, auch die Produktionsverlagerung ist auch ein großer Unterschied zu Frankreich, nicht? Frankreich hat nicht entsprechend die Produktion nach Osteuropa verlagert. Es ist schon speziell Schweden, Finnland, Deutschland und Österreich, die so besonders von dieser Ostöffnung profitiert haben. Okay. Und jetzt, weil du diesen Punkt angesprochen hast, dass das eben vor allem auf Kosten des Anteils für die Arbeitnehmer gegangen ist, da habe ich mir schon auch in der Vorbereitung eine Frage aufgestellt, um dann diesen Bereich mal abzuschließen und dann in die Zukunft zu blicken. Jetzt diskutiert man ja zumindest vor allem in Österreich, ich glaube auch schon noch teilweise in Deutschland, das Thema Arbeitskräftemangel, nämlich durch die Tatsache, dass jetzt geburtenstarke Jahrgänge aus dem aktiven Arbeitsleben ausscheiden. Was heißt denn das für den Befund dieser Wettbewerbsfähigkeit? Jetzt mal ganz unabhängig davon, was die zukünftigen Herausforderungen sind, sprich, dass die Welt unsicherer geworden ist und dass man vielleicht eine zu starke Abhängigkeit von China in strategisch wichtigen Produktionsschritten hat. Was heißt denn das alleine, wenn jetzt letztlich die Arbeitnehmerinnen vielleicht knapp werden, weil das würde ja letztlich, wenn wir jetzt ökonomische Theorie ganz simpel verwenden, würde das ja die Verhandlungsmacht wieder zugunsten der Arbeitnehmerinnen verschieben, wenn es wenig gibt und die Arbeitgeber händeringend um Arbeitskräfte suchen, dann würde das ja auch bedeuten, dass das sich eigentlich jetzt unabhängig von allem anderen umdrehen würde. Ja, ich erwarte das. Okay. Ich erwarte das, ja. Also ich erwarte, dass die, wo wir es schon sehen, ist bei den IT-Fachkräften. Nicht? Also die IT-Fachkräfte, wir haben ja vorhergesagt in unserem Modell, dass die Globalisierung dazu führt, dass es zu einem Kampf um die Talente kommt, darüber habe ich heute jetzt nicht gesprochen, aber das ist ein anderer Effekt, der mit der Firmenorganisation was zu tun hat. Es kommt zu diesem Kampf um die Talente und das führt dazu, dass der Faktor Talent eben knapper wird, weil Firmen eintreten und dieses Talent nachfragen. Und und wenn jetzt die Globalisierung schwächer wird, dann wird das die Talente auch schwächen. Aber das geht in die Richtung. Aber die Arbeitskräfte, die wenig qualifiziert sind, die sind schon Fachkräfte, aber das sind keine Hochschulabgänger, die profitieren. Gut, also Die profitieren und ich würde vermuten, dass auch die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften dadurch steigen wird. Müsste wohl so sein, aber das bedeutet natürlich jetzt, für dieses Modell, das du uns präsentiert hast, kommt auch da ein Druck, weil dann so die Lohnzurückhaltung nicht in dem Ausmaß aufrechterhalten werden kann und damit auch bei gestiegenen Lohnkosten wohl auch die Wettbewerbsfähigkeit möglicherweise leiden könnte. Hängt natürlich davon ab, vielleicht haben wir ein bisschen ein Glück, dass dieses Problem ja fast überall ist, mittlerweile ja auch in China. Was man dazu sagen kann, wir haben schon in der Vergangenheit, nach der Finanzkrise, war es bereits so, dass in Deutschland die Löhne stärker gestiegen sind wieder als in anderen europäischen Ländern, sodass die Lohnstückkosten eigentlich in Deutschland stärker gestiegen sind. Und gleichzeitig hat man aber keine Verluste bei den Exportmarktanteilen beobachten können. Und ich gehe davon aus, der Grund, warum das so war, ist, weil in der Zwischenzeit sich die deutschen Firmen so gerüstet haben in Bezug auf die Produktqualität, dass sie diesen Kostenschock irgendwie wegstecken konnten. Ja, das sind wir dann, glaube ich, jetzt auch in sehr in der Debatte über, wie kann es hier weitergehen, weil du ja auch
relativ oder sehr überzeugend ausgeführt hast, ja, diesen Vorteil gerade in diesen hochqualitativen Produktsegmenten, den scheinen wir gegenüber zunehmend zu verlieren, wenn dein Beispiel auch mit dem dass Deutschland jetzt mehr Maschinen und Autos aus China importiert als umgekehrt, dann ist das ja an und für sich ein Zeichen dafür, dass die in diesen Produktqualitätssegmenten jetzt auch das Niveau erreicht haben, das Deutschland hat. Und ich habe da eine spannende Frage von der Christina Burger aus dem Ministerium zu deiner Antwort auf die Frage der fehlenden Diversifikation in diesem zweiten Aspekt. Ich möchte kurz vorlesen, wenn man davon ausgeht, dass es gerechtfertigt ist, dass Halbleiter-Mikrochips in Europa gefördert werden bzw. die Produktion zurückgeholt wird, auf welche Güter trifft das noch zu? Antibiotika, Medikamente generell? Ist das nicht ein Fass ohne Boden, wenn man das aufmacht und es kommen dann viele Rufe nach Rückholen der Produktion von vielen Produkten nach Europa? Naja, also man muss da schon sehr aufpassen. Also an und für sich kann man ja davon ausgehen, dass Firmen das Risiko, das sie haben, wenn sie ins Ausland produzieren gehen, dass sie dieses Risiko quantifizieren, sich dagegen versichern. Im Übrigen hat die deutsche Regierung die Exportversicherung abgeschafft, damit eben die Firmen bessere Anreize haben, mit ihrem Risiko umzugehen. Also im Prinzip ist es so, dass die Firmen schon mit dem Risiko, das Risikomanagement eine Kernaufgabe eines Unternehmens ist. Das Problem ist hier nur, dass man das nicht für alle Produkte ist. Man muss, also jetzt die Regierung muss eine Liste machen und sich den Markt ansehen und sich feststellen, bei welchen Produkten gibt es diese Konzentration der Zulieferer. Ja, weil dort tritt das Problem auf und das sind nicht so viele. Aber obwohl bei Krebsmedikamenten zum Beispiel, die kommen aus China. Jetzt gibt es einen großen Mangel an Krebsmedikamenten und das ist natürlich dramatisch, weil diese Leute können ja sterben. Also man muss eine Liste machen und sagen, wo tritt diese starke Konzentration auf, sodass man tatsächlich versucht, ich sage jetzt nicht, man muss die Produktion zurückholen, das muss man den Unternehmen überlassen, ob die das als rentabel ansehen, die Produktion zurückzuholen. Aber viele Unternehmen werden eher diversifizieren wollen und man muss ihnen die Infrastruktur bereitstellen, damit sie diversifizieren können. Das ist für mich ein ganz spannender Punkt, über das denke ich auch schon lange nach, wie man das irgendwie staatlich und durch Intervention, also Korrektur eines Marktversagens, wenn es eines ist, machen kann und auch dauerhaft sicherstellen kann. Weil ein bisschen klingt für mich ja diese ganze Geschichte eigentlich nach Lehrbuch Ricardo, wenn wir so wollen. Ja, diese Länder in Asien haben für gewisse Produkte offensichtlich einen ganz stark ausgeprägten komparativen Vorteil. Dazu kommen dann noch Verbundvorteile, Skalenerträge und alles das. Und das führt zu dieser expliziten Konzentration, die wir sehen und die wir einfach wahrscheinlich durch sehr liberale Handelspolitik jetzt auch nicht aufgehalten haben. Also ist das dann eigentlich das, was Ricardo uns sagen würde, dass sich jeder auf das spezialisiert, was er besonders gut kann. Und wir haben das Risiko wahrscheinlich tatsächlich unterschätzt, weil wir auch eine Pandemie 100 Jahre nicht mehr hatten und geostrategische Überlegungen in der Handelspolitik auch lange keine Rolle gespielt haben, zumindest aus der europäischen Perspektive, würde ich denken. Das führt mich aber zur Frage, wie kann das dauerhaft gelingen? Weil das würde ja bedeuten, wir müssen dauerhaft in den Markt eingreifen und interventionistisch handeln. Weil sobald wir das nicht mehr tun, werden die Marktkräfte ja wieder dazu führen, dass es dann wieder nicht eine Diversifizierung oder eine Produktion zu Hause gibt. Es gibt ja Gründe, warum wir in Europa keine Medikamente mehr machen. Und das hat wohl mit der Kostenstruktur, mit den Gewinnmargen etc. zu tun. Naja, also die neue Handelstheorie, die prognostiziert ja, dass es am effizientesten ist, wenn man nur einen einzigen Anbieter in der Welt hat, genau. Weil dann kann dieser einzelne Anbieter die Produktion so skalieren, dass man eben die Kosten senkt und am effizientesten produziert. Ja? Ja, aber dieses Modell berücksichtigt eben kein Risiko. Und jetzt das, was uns diese Pandemie gelehrt hat,
ist eben, dass das Risiko stärker in den Blickpunkt kommen muss. Mhm. Und wir müssen halt jetzt in gewisser Weise etwas an Effizienz aufgeben, mhm, um einfach etwas mehr an Sicherheit zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass das eine permanente Staatsintervention sein muss, weil das glaube ich nicht. Also wenn dieser Sektor einmal etabliert ist hier, dann kommt es zu diesen Agglomerationseffekten. Das heißt, also ich sehe das zum Beispiel in Ostdeutschland, nicht? Also in Ostdeutschland über den Green Deal haben die Landesregierungen in Ostdeutschland plötzlich das Geld bekommen, weil dort wird im Rahmen des Green Deal wird die Transformation von den fossilen Brennstoffen zur grünen Technologie gefördert. Und die haben ja sehr viele Kohle und andere Vorkommen. Und daher hat jetzt die Landesregierungen haben jetzt das Geld, um ausländische Firmen anzuwerben, damit sie sich in Deutschland ansiedeln. Und ich glaube, wenn einmal wichtige Firmen dort sich angesiedelt haben, wie zum Beispiel in Ostdeutschland die Firma Intel oder TSMG, wo jetzt diskutiert wird, dass die nach Dresden kommen, dann gibt es hier einen Agglomerationseffekt, dass sich Firmen auch nachziehen werden und dass es da Skalenerträge generiert werden, sodass dann der Standort tatsächlich auch einen komparativen Vorteil gewinnen kann. Das heißt, ich glaube nicht, dass man diese Förderung permanent machen soll und es auch gar nicht notwendig ist. Okay, gut. Ich glaube, also das ist ein wichtiger Befund, denke ich, weil also was ich auf jeden Fall, glaube ich, was für die Debatte wichtig ist und was du jetzt sehr schön gesagt hast, ist diese Trade-off, bisschen Sicherheit zu Effizienzabwägungen, die halt in den letzten Jahrzehnten nur in Richtung Effizienz gegangen ist, weil wir kein Risiko gesehen haben und dass das jetzt eine Lesson learned daraus sein sollte. Jetzt, wenn wir vielleicht zwei Aspekte noch, die ich da noch vertiefen wollte. Das eine ist ja dieses Zurückholen und dann Agglomerationseffekte generieren. Das klingt für mich auch wieder jetzt auf den ersten Blick sehr überzeugend, aber wenn wir gerade davor gesprochen haben, dass uns eigentlich gerade jetzt in Deutschland, Österreich Arbeitskräfte fehlen, diese Vorstellung, dass wir alles selber machen können, ist die nicht auch ein bisschen naiv, dass wir dann dastehen, ja entweder machen wir es mit Roboter oder es geht dann doch nicht, weil uns dann die Expertinnen, die Fachkräfte, die Ingenieure und so weiter fehlen, die wiederum sehr stark in China ausgebildet werden oder so weiter? Ja, also ich möchte jetzt hier richtigstellen. Es geht jetzt hier nicht darum, dass wir alles selber machen. Mhm. Wir kehren jetzt nicht zur Autarkie zurück. Das ist nicht, was hier mit resilientem Exportmodell gemeint ist. Was mit resilientem Exportmodell gemeint ist, dass es natürlich Handel gibt, dass die Globalisierung auch weitergeht, aber dass man einfach Sicherheitsmodelle einführt, also einen Sicherheitsbuffer einführt. Und was die Fachkräfte betrifft, ich meine, da finde ich, macht die deutsche Regierung das richtig, dass die jetzt die Zuwanderung von Fachkräften besonders ins Auge genommen hat und versucht, das zu fördern. Also, dass sie versuchen, Fachkräfte aus Indien und aus Vietnam nach Deutschland zu holen, gerade was die Krankenschwestern betrifft und so weiter. Genau. Aber ein Teil dieses Problems des Fachkräftemangels wird schon auch durch die Roboterisierung gelöst, ja? Weil der Roboter kann dann die Arbeitskraft auch ersetzen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Gut, ich habe noch ein paar weitere Fragen. Eine jetzt würde ich da gerade gern einschieben, weil es dazu passt. Das ist eine fakteninhaltliche Frage von Bernhard Dax. Der fragt, gibt es wirklich empirische Evidenz auf Firmenebene, dass Rückverlagerungen inzwischen ein allgemeines Phänomen sind? Die Zahlen, die ich kenne, sind noch immer recht klein. Also der arbeitet in dem Bereich und sagt, das, was er empirisch beobachtet, ist, es gibt ein bisschen was, aber jetzt nicht im großen Stil, dass wir... Aber das passt ja auch ein bisschen zu deiner, glaube ich, gerade geführten Ergänzung, dass es nicht darum geht, dass wir alles da produzieren, sondern Diversifikation meint ja auch viel mehr eigentlich als Rückverlagerung. Naja, was ich sagen möchte, ist, es ist in der Tat, wir arbeiten mit Industriedaten, wir haben keine Firmendaten. Mhm. Wir betrachten aber alle reichen Industrieländer und alle Entwicklungsländer auf der Welt. Und wir sehen
Und was wir feststellen in unserer Forschung ist, dass seit der Finanzkrise ein totaler Wandel, und das ist nicht erst seit der Pandemie, sondern seit der Finanzkrise, diese Rückverlagerung stattfindet. Und zwar in jenen Industrien, wo die Arbeitskraft ersetzbar ist durch einen Roboter. Dort findet das statt. In jenen Industrien, wo das nicht möglich ist, findet es nicht statt. Genau, also das ist ein Phänomen seit der Finanzkrise. Und bei der Finanzkrise ist es jetzt nicht nur der Unsicherheitsschock, der hier eingetreten ist, es ist auch gleichzeitig, seit der Finanzkrise haben die Regierungen versucht, die Zentralbanken gegen die Krise anzukämpfen, und sie haben die Zinssätze drastisch gesenkt. Und mit diesen Senkung der Zinssätze sind die Finanzierungskosten für einen Roboter stark gesunken. Und ich habe jetzt die Daten gesehen dass letztes Jahr der Robotereinsatz um 30% gestiegen ist. Also es ist offensichtlich, dass die Firmen stärker auf diese Variante, weil wenn man es selber macht, hat man am meisten Kontrolle. Mhm. Wir sehen auch im Übrigen, dass die kleinen Firmen zurückverlagern in-house, also die holen die Vorleistung zurück und produzieren sie selber, während die großen Firmen tendenziell eher diversifizieren. Und weil die sind schon zum Teil, das sind große Firmen, das sind globale multinationale Unternehmen, die sind schon diversifiziert. Wir haben schon Standorte an verschiedenen Märkten, und daher sind die nicht so stark davon betroffen. Mhm. Das würde dann aber auch bedeuten, dass jetzt gerade in der aktuellen Situation wahrscheinlich sehr große Unternehmen eigentlich flexibler sind und einen Wettbewerbsvorteil haben, weil die Anpassungskosten des verstärkt notwendigen Diversifizierens geringer sind. Sehe ich das richtig? Ja, ich glaube schon, nicht? Also in Deutschland gibt es eben die großen chemischen Industrien, also BASF, und die machen neue Niederlassungen in China auf, weil die wollen dort den Markt mit den Chinesen zusammen beliefern. Ja, also ich würde es so sagen, ja. Okay. Sehr spannend. Dass es eine Divergenz zwischen den kleinen und den großen gibt, ja. Wie man mit Risiken geht. Ja. Entschuldigung, sehr spannend. Jetzt eine Frage, eine ganz aktuelle, also zum aktuellen Anlass, zum G7-Gipfel. Ich glaube, ein bisschen haben wir es schon angesprochen, aber vielleicht kann man das noch ein bisschen klarer herausarbeiten. Die Frage aus dem Publikum ist, was kann man von De-Risking anstatt von Decoupling von China halten, siehe G7-Gipfel? Ist die Strategie grundlegend unterschiedlich? Was wären Vor- und Nachteile? Ich glaube, du hast jetzt sehr viel über De-Risking eigentlich gesprochen und explizit nicht Decoupling gemeint. Ich glaube, Decoupling von China geht gar nicht. Ja. China ist heute so groß und so integriert in die Weltwirtschaft, wir können nicht, Decoupling ist überhaupt keine Option. Also ich würde sagen, das macht keinen Sinn. Es kann nur sein, dass die Chinesen sich stärker, das haben die ja schon in den letzten Jahren gemacht, die Chinesen haben sehr viel stärker zurückverlagert. Also das ist schon seit dem Jahr 2005, beobachten wir, das sehen wir in den Daten, dass die Chinesen schon seit 2005 zurückverlagern aus Vietnam und aus Indonesien und so weiter. Was immer deren Grund ist. Aber China wird integriert bleiben mit der Weltwirtschaft und wir werden integriert sein mit China. Es geht jetzt nur darum, dass wir das Risiko absichern. Darum geht's. Mhm. Genau ging es um in dieser Frage. Ich glaube, das sollte jetzt ganz klar geworden sein, was der Unterschied ist. Ich finde diesen Gedanken tatsächlich wichtig, dass man sagt, es geht ein bisschen Effizienz herzugeben für Risikovermeidung und nicht jetzt zu sagen, wir wollen eine fundamental andere Welt, in der wieder alles voneinander abgeschottet ist. Wobei es natürlich aus geopolitischen Gründen möglicherweise da auch ein Risiko gibt, dass es stärker wird als das, was wir jedenfalls haben wollen. Vielleicht noch eine Frage zu China und auch ein bisschen nochmal aufgreifend diese Idee der Staatsintervention. Wie würdest denn du das einschätzen? Ich meine, das, was du jetzt beschrieben hast, über das China im Wesentlichen jetzt wettbewerbsfähig ist in den
Produktkategorien und Branchen, die typischerweise der Westen, vor allem Europa oder Deutschland, dominiert haben. Das hängt natürlich schon auch sehr stark an der Made in China 2025 Strategie oder allgemeiner formuliert an einer extrem klar positionierten Industriepolitik, die China eigentlich schon sehr lange betreibt. Jetzt haben wir ein bisschen über die mögliche industriepolitische Reaktion des Westens, der USA und Europa gesprochen. Wie schätzt du das ein? Waren wir da vielleicht auch Ökonomen und in der Handelspolitik, waren wir da zu naiv und haben das ignoriert, dass eigentlich der Wettbewerb gar nicht so fair ist, weil ein großer Wirtschaftsblock massive Industriepolitik macht und wir in Europa sehr viel stärker gesagt haben, das Wettbewerbsdogma des Binnenmarkts wird die Effizienzsteigerungen erzielen, die wir brauchen, um global wettbewerbsfähig zu sein. Weil das ist ja eigentlich, was China nicht wirklich interessiert hat, Wettbewerb innerhalb des Landes, sondern industriepolitisch klar gesteuert zu sagen, wo man hin will. Mit dem Risiko, dass sie in die falsche Richtung rennen, aber bisher haben sie das offensichtlich ganz vernünftig gemacht. Wie würdest du das sagen? Naja, die Chinesen haben eine sehr clevere Industriepolitik gemacht und die hat darauf basiert, dass man versucht, ausländische Firmen hereinzubringen. Und diese ausländischen Firmen waren natürlich interessiert, im chinesischen Markt zu investieren, weil das ein großer Markt ist. Aber dann haben die Chinesen gesagt, die Bedingung ist, dass sie in einem Joint Venture produzieren. Und das hat dazu geführt, dass die Chinesen von deutschen Firmen, eine ganze neue Generation von Chinesen sind trainiert worden in der Maschinenindustrie, in der Autoindustrie, sind trainiert worden. Das heißt, die haben rasch gelernt, weil sie in einem gemeinsamen Unternehmen waren. Und ich habe der deutschen Regierung geraten, dasselbe zu machen. Die sollen jetzt die Industriepolitik bis zum gewissen Grad, also ich meine, die Chinesen haben auch gestohlen, die haben auch Technologie gestohlen, aber ich habe geraten, dass sie diesen Teil der Industriepolitik, dass man versucht jetzt Batteriezellenfirmen, chinesische und asiatische Halbleiterfirmen und vielleicht israelische KI-Firmen nach Deutschland zu holen. Das sind alles drei Elemente, die für die Autoindustrie ganz wichtig sind. In Joint Ventures, damit die deutschen Ingenieure relativ rasch lernen, weil es kommt jetzt auf die Geschwindigkeit des Lernens an, damit man diese Industrie nicht verliert. Ja? Und dazu muss ich sagen, was ich auch empfohlen habe, ist für Deutschland, dass man eine DARPA auf europäischer Ebene gründet. Die DARPA ist eine Forschungsagentur des Pentagon, wo all die großen Hightech-Innovationen hervorgegangen sind, ob das jetzt das GPS oder das Touchscreen und so weiter ist. Und dass man sowas auf europäischer Ebene einführt, um eben im technischen Fortschritt weiterzukommen, weil das ist eine Schwachstelle in Europa. Also dass Forschung und Entwicklung und vor allem auch Grundlagenforschung, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt ist für weitere Wettbewerbsfähigkeit, das würde ich sofort unterschreiben. Deshalb, ich glaube, es ist halt immer nur die Frage, ob wir in vielen Dingen nicht zu spät sind, weil die haben halt alle das schon sehr lange gemacht und wir irgendwie nicht. Und das vielleicht bringt mich zur Abschlussfrage, auch mit dem Blick auf die Zeit. Jetzt gibt es ja aktuell eine neue Debatte über ein anderes Land, nämlich jetzt werden sehr viele Hoffnungen in Indien gesteckt. Indien von der Bevölkerungsstruktur etc., von der Kostenstruktur könnte das nächste Jahrhundert dominieren, weil noch sehr viel Wachstumspotenzial da ist. Und man sagt, bei China ist vor allem auch wegen der restriktiven Bevölkerungspolitik irgendwie über dem Zenit, auch was die Bevölkerung und damit auch das Arbeitskräftepotenzial betrifft. Und wir sind ja im Prozess, mit Indien über ein Freihandelsabkommen zu reden. Jetzt aus der Perspektive, dass dich sehr viel mit China beschäftigt und sehr über die Entwicklung, auch mit Osteuropa, der Entwicklung der Globalisierung in den letzten zwei Jahrzehnten und der Integration von großen Volkswirtschaften, also von China, einer sehr großen Volkswirtschaft und den osteuropäischen Staaten, also immerhin auch ein großer Wirtschaftsraum, wenn man alle zusammennimmt. Was wären denn deine Empfehlungen im Umgang mit Indien? Aus welchen Fehlern oder vielleicht Naivitäten sollte man lernen, wenn wir uns überlegen, wie wir partnerschaftlich mit Indien die Zukunft gestalten wollen? Ja, also ich glaube, Indien ist ein sehr vielversprechender Markt. Die Situation mit den Indern ist ganz anders als mit den Chinesen.
Das ist kein Staatskapitalismus, sondern ja. Das ist eine Demokratie, ja. Auch wenn es autoritäre Züge ja. hat in manchen ja. Dimensionen. Die werden sicher nicht die Technologie stehlen, so wie das in China der Fall ist, sodass man sehr viele Vorteile hat, wenn man nach China und auch Indonesien. Also ich finde, es gibt also jetzt zwei Entwicklungen. Die eine Entwicklung ist, dass der Regionalismus zunehmen wird. Ja, man diversifiziert sozusagen, wenn die Firmen diversifizieren, wenn sie auch nach Osteuropa gehen. Dort ist ja zum Beispiel die Autoindustrie ganz wichtig für Deutschland. Also das wird die Regionalisierung mit Osteuropa verstärken. Aber andererseits so Freihandelsabkommen mit Indonesien und Indien, das ist eine gute Sache, weil jetzt ist ja schon Apple hingegangen. Wenn so ein großes Unternehmen wie Apple hingeht und nicht nur investiert, sondern auch Geschäfte öffnet, ja, ihre typischen Fashionable Stores, ja, dann bedeutet das, dass das ein Markt ist, wo die Zulieferer von Apple alle hinwandern werden. Das wird wieder zu solchen Agglomerationseffekten führen, die ganz wichtig für die Entwicklung Chinas sein werden. Und da gibt es ein riesen Wachstumspotenzial, das man hier im Westen nutzen soll, ja. Also und sogar mit weniger Risiko, wenn ich das jetzt zusammenfassen darf, aus der heutigen Sicht, das gegenüber China vielleicht, das was wir halt auch jetzt über die Zeit gelernt haben. Ich glaube, das ist ein positives Schlusswort, das sind immer gut. Liebe Dalia, ich danke dir viel herzlich für diesen FIW Trade Talk. Ich fand das wahnsinnig spannend und habe wieder viel gelernt. Das ist immer die Idee dieser Trade Talks. Ich hoffe, unseren Zuschauerinnen ging es genauso. Ich darf mich verabschieden, wünsche allerseits einen schönen Nachmittag. Hier in Wien ist schönes Wetter und es ist mal warm. Genießen Sie den Abend. Danke fürs Dabeisein. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Danke.